Cool. So. Anscheinend müssen wir jetzt nichts mehr machen. Das war's dann für heute. Alexander wusste, dass es eine Möglichkeit geben musste, um das Ritual zu beenden, bevor es zu spät war. Er musste seinen Freund zeigen, wie man die Lebensessenz gewinnen konnte. So viel war sicher. So viel war sicher, er kannte keinen Dativ? Da stand eben, er musste seinen Freund zeigen. ja, andere cool. Seite. Jetzt haben wir quasi das alles umgeleitet. Ja. Jetzt können wir quasi noch nicht unten durch, weil ja dieser Pilz da ist, Fungi. Ah, genau. Und jetzt brauchen wir noch dieses Gegenmittel. Und das kriegen wir anscheinend aus der Leichenhalle. Wo auch sonst. Und los. Ja, ja. Hast du gleich geschafft. Die wunderschöne wilde Orchidee schien mir ein Beweis für die Stärke der Natur, die in Brennenburg wachsen konnte. Leider waren es Alexanders Studien und seine Pflege, die Blumen zum Blühen brachten. Warum leider? Weiß ich nicht. Ich bin doch froh, dass überhaupt blüht. Oh, das sieht nach... Nee, das dunkel sieht aus. Ich will wieder gehen. Ich muss kurz mal... Ja, keine Fackeln? Noch nicht, aber da ist eine Kerze. Ach doch, ja, stimmt. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has. In the shadow. Come, let's get this. Oh, my Lord. Get some peace. Yes, let's. Where to? Just amnesia. To the morgue. The doctor said. Dead man there. You did well, Daniel. Come, let's get going. Here we go. Mehr tote Männer? Du hast das gut gemacht? Was? Frag nicht. Ich. Frag nicht, es wird nicht besser. Ich mag hier nicht sein. Baba. Ich verbrauche jetzt wieder das ganze Öl. Na, ein bisschen kannst du ja machen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben da extra Spinne. Dafür. Nee, Ratte. Dann guck doch lieber mal auf die Blutspuren da mit den Kratzern und den Händen. Ach, naja, gut, das haben wir schon so oft gesehen. Das ist einfach nur Deko. Also da glaube ich nicht, dass da ein tieferer Sinn dahinter steckt, oder? Einfach Altstadt-Dungeon, nee, Brennenburg-Dungeon. So, okay. Wie in London oder Berlin. Okay, erstmal an der Tür hören. Nichts zu hören. Langsam aufmachen. Hallo! Omi! Das sieht ungefährlich aus, glaube ich. Und die Tür machen. Hier sind mehrere Türen. Vorsichtig zumachen. Okay. Ich erinnere mich ein bisschen an diesen Raum. Ich weiß, glaube ich, noch, was man hier machen muss. Ah, erstmal. Zettel. Seuchenausbruch. Die mysteriösen Todesfälle unter den Bediensteten und Gefangenen konnten endlich aufgeklärt werden. Es scheint, dass die Abflusskanalisation, die vor kurzem zur Nutzung als Transportweg geöffnet wurde, von einem eigenartigen, giftigen Pilz befallen ist. Die Krankheit scheint extrem schnell in den Opfern ausgebrochen zu sein und sie breitet sich im ganzen Körper aus. Einige meiner Männer und ich selbst wurden glücklicherweise von diesem Unheil verschont, aber es ist klar, dass das Ganze mein weiteres Vorankommen verhindert. Die Gefangenen sterben schnell und ihre verschmutzte Lebensessenz hat nicht die Energie, die ich suche. Ich muss sofort anfangen, einen Impfstoff zu entwickeln. Okay, also, du hast da einen Pilz. Mhm. Und anstatt den Pilz wegzumachen, lieber einen Impfstoff? Ja, wie wirst du den Pilz los? Sauber machen? Lüften? Weiß ich nicht. Pilzentferner, Chlor. Also Chlor gab es damals Feuer. Auch schon. Feuer, echt mal. So. Oh. Cool. Ich fürchte um Daniel. Er ist so leichtsinnig. Er ist vom sich nahenden Schatten verunreinigt und wird das Tor nicht durchschreiten können. Wird er das akzeptieren können? Zweimal können, wirklich, Alex? Hm. Mein Lieber, ich habe das Böse in ihm gesehen. Wie soll ich ihm die Wahrheit anvertrauen können? Welch Ironie, dass ich ihm das Gleiche antun muss wie Agrippa mir. Okay. What? Gleich nochmal was.
Impfstoffversuche. Der Impfstoff, der es meinen Männern ermöglicht, in der pilzverseuchten Kanalisation zu arbeiten, ist ein voller Erfolg. Leider haben nur einige der Bediensteten das Mittel erhalten, da sich die Prozedur als schwierig erwies. Die anderen werden umkommen und schließlich werde ich mehr von ihnen erschaffen müssen, um meine Experimente weiterführen zu können. Eine Spritze geimpften Blutes wirkt lange genug als Schutzschild, um die Kanalisation ohne Infektionsrisiko zu durchqueren. Das genügt zum Gefangenentransport. Mehr von ihnen erschaffen? Ich habe keine Ahnung. Ich hinterfrage schon gar nichts mehr von dem, was hier passiert. Frage. Anatomie-Poster, ne? Hatten wir ja alles schon. Aha. Laudanum. Ich hätte lieber Öl. Ja, Zunderbüchse ist auch okay. Jetzt Öl. Ach. Nee, leider nicht. Da hinten vielleicht noch? Sieht nicht so aus. I hear you breathing, Daniel. Do you hear me? Have you changed your mind? Oh. Kann ich hier von hier so... Erstmal zensieren. Ich sagte zensieren. Kann nicht älter als einen Tag sein. Weißt du noch, was man mit dem machen muss? Ja, ich weiß, was man machen muss. Also wir brauchen ja Blut, geimpftes Blut. So, man könnte jetzt denken, ne? Ja. Etwas fehlt. Das ist natürlich schade. Vor allem, warum da? Na, beim Ohr. Achso, ist er nicht mal im Ohr, ne? Ist an der Schläfe. Keine Ahnung. Achso, wir müssen jetzt erst noch was finden, um die Nadel entsprechend benutzen zu können. Derweil läuft da das Blut erstmal raus. Ach so. Oh. Hat ja genug davon. Oh, nach innen aufgehen ist auch fies. Omi? Oh. Leichen. Scheiße. In meiner Leichenhalle liegt eine Leiche. Oh. Hörst du die Glocken? Ich höre die Glocken. Das ist in dem Level wohl sehr speziell, wenn man halt in irgendeinem... wenn die geistige Gesundheit abnimmt. Okay. Dann fängt man an, diese Glocken zu hören. Aber nur in diesem Level? Nur hier in diesem Level, soweit ich weiß. Aber hier ist jetzt gar nichts so. Warum gibt's diesen Raum? Einfach nur, um eklig zu sein? Ja. Finde ich uncool. Na, Alex arbeitet ja immer noch hier. Bin mir nicht sicher. Ja, dann wäre ja diese Trommelmusik gekommen, oder? Hallo? Obwohl. Ja, deswegen. Die Leiche ist auf einmal weg. Oh, das wäre übel. Ich lass das mal trotzdem offen. Ja, lass mal offen. Den Stuhl. Ah, ich weiß nicht. Lass. Hallo? Omi? Leroy? Jenkins! Hier ist niemand, glaube ich. Geht's da besser ist das, ey. Ich mach mal so. Ich tu mal so tun. Hallo! Glocken werden ein bisschen lauter. Das ist aber gerade eine ungesunde Position. Ist auf jeden Fall platzsparend. Achso, jetzt soll ich mal so machen, ne? Hier kann man sich gut verstecken. So dann. Okay. Aber Daniel, halt mal noch ein bisschen durch. Er zeigt doch hier schon irgendwo hin. Kann man hier irgendwas außer Penisse sehen? Ich weiß ja nicht, dass ich hier bei Snapchat bin. Oder wo ist das noch üblich?
Snapchat? Achso. Hey, warum gibt's diese Räume? Hier ist so ein... Ist das sie? Das ist eine Orchidee. Ja. Sehr witzig. Wo jetzt eher wie Stiefmütterchen aussieht. Ja, aber warum gibt's jetzt diese Räume hier? Hier ist nichts. Ist die Leichenhalle. Ja, aber... Na, irgendwo müssen doch die ganzen Leichen sein. Hier können ja wenigstens so Zunderbüchsen liegen, oder? Ja, ich weiß. Irgendwas könnte schon hier sein. Weiß ich nicht. Aber müsste jetzt nicht hier eigentlich irgendwo was sein, was wir jetzt brauchen? Nein, wir sind ja vorhin... Gab's ja noch... Gab's noch einen Raum? Eine Abzweigung, glaube ich. Ja, Daniel, beruhig dich mal jetzt wieder. Jetzt diese Glocken hier nicht mehr hören. Geht doch. Wir lassen das aber auch noch offen. Ja. Ich überlege gerade, in welchen Raum ist es ein klüger abzuhören? Eigentlich hier, weil da kann man sich hinter der Treppe verstecken, ne? Es, ja, auf jeden Fall sind da. Hast du mehr Möglichkeiten. Okay, stellen wir. Na egal. Ich höre eine ganze Menge Wind. Wind? Na, also allgemein immer mal wieder so. Ach so. Nicht so schnell. Hallo? Omi? Ich fragte, ob hier eine Omi ist. Hier ist aber keine Omi. Hinter dir war noch eine Kerze. Echt? Hm. Oh ja, finde ich gut. Obwohl, wie ist es hier? Dröhnt und Hände. Okay, zweite Stufe. Oh, warte mal. Das füllen wir mal lieber auf. Hm. Nicht, dass das während der Jagd nachher ausgeht. Im denkbar schlechtesten Moment. Kerze. Ratten. Eigentlich von da sind wir gekommen. Da dürfte ja eigentlich nichts sein. Hoffe ich. Dürfte und eigentlich sind so Worte, die in diesem Spiel nichts verloren haben. Damit versucht man nur, sich selbst wieder ein bisschen Mut zu machen. Und das ist okay. Da ist noch eine Kerze. Ich werde sie anzünden. Da ist noch eine Kerze. Ja, da hinten ist noch eine. Ich warte eigentlich nur auf den Gegner, der kommt. Meinst du, da kommt einer? So ein schöner, langer Gang, das ist doch... Optimal, ja. Perfekt dafür. Kettenrasseln ist normal in diesem Spiel. Was ist da? Ich weiß es nicht. Ist da jemand? Das ist immer der Raum, wo wir hin müssen wahrscheinlich. Das ist die Kerze, die ich anzünden muss. Kann ich den Balken hier nicht so und dann jemanden damit eine überhauen? Guck mal, die Tür ist kaputt. Ja, das Spiel ist aber auch nicht konsistent, ne? Manche Sachen kann man dann bewegen und andere wiederum nicht. Sieht ja aber gar nicht gut aus. Ich hab da irgendwas gehört. Was? Ich geh jetzt mal weg. Was happened? Why are all these dead? Where am I? Sweaty hands. What's happening? Help! Anybody! Help! Ach, die Glöckchen. Mhm. Die Glocken des Wahnsinns. Steht er nicht auf? Hä? Hä? Jetzt noch? 3 days now. This is ridiculous. I just sent someone to this room. Hey! Anybody? Am I all alone here? Help! Help! I'm so tired. If I sleep, I wait for this nightmare. If not. Warum hören wir das? Ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube, wir hören wirklich, was in diesen Räumen passiert ist, so ein bisschen. So. Danke. Danke, Memento. Ich dachte, du sagst mir eher, was man tun soll und nicht, was ich schon selbst rausgefunden habe. Da in der Mitte? Da, Zunder. Gib mir Zunder. Schön zerkratzt hier die Wände, ne? Da oben? Ja. Genau, das ist es. Warte mal, aber erst das da. Ja. Öl? Ne, Laudano. Und dann? Kupfernes Rohr. Kommt schon mal vor. Aha.
Das feine kupferne Rohr aus der Leichenhalle sieht aus wie ein Teil eines chirurgischen Werkzeugs. Das kannst du jetzt miteinander verbinden. Sieh. Cool. Ein kupfernes Rohr mit einer daran befestigten hohlen Nadel. Na komm, jetzt renn. Traust du dich? Nee. Überhaupt nicht, Alter. Die ganze Zeit dachte ich auch immer so wieder, warum? Als wir darüber gesprochen haben, dieses Spiel zu spielen. Klar, als man das erste Mal gespielt hat, war das irgendwie gruselig. Aber beim zweiten Mal wird es ja wohl nicht so sein. Das hat man einfach schlecht in Erinnerung irgendwie. Ja. Man hat es wirklich schlecht in Erinnerung. Ich glaube, das ist der Verstand so mit. Also, das machen Traumata so, ne? Verdrängen und so. Es ist wirklich so. Na komm, kannst gehen. Kannst gehen. Ist okay. Da ist nichts. Naja, die Sache ist die halt, wenn Monster kommen, man kann halt vermeiden, ja, entdeckt zu werden, ne? Aber man darf halt nicht so krass vorrushen. Ja, guck mal, du gehst aber auch nicht gebückt. Ja, das ist okay. Die sehen mich ja so oder so, weil es hier hell ist. Hallo? Bin halt einfach, also ich höre so auf jedes scheiß Geräusch, ob das irgend so ein Vieh sein könnte. Ja, vielleicht zerdenkst du es dadurch aber auch. Ja, das ist dann so. Da musst du dich auch ein bisschen zwingen. Es geht schon. Es geht schon. So, siehst du, jetzt sind wir wieder bei der Leiche. Die Leiche kenne ich. Tür zu. Siehst du. Affe tot. So. Der blutet dir immer noch so feuchtfröhlich vor sich hin. Das. Plupp. Da rein. Und dann anfassen. Macht man ja so gerne. Sollte man unbedingt tun. Sich einfach mal selbst so eine Scheiße initiieren. Auch ohne darüber nachzudenken. Ja, er macht's einfach. Cool. So. Anscheinend müssen wir jetzt nicht mehr machen. Das war's dann. Für heute. Ah, oh. Kann der bitte da nicht hingucken? Bin ich einfach gerade wieder in den falschen Raum gegangen, ey? Shit. Ab in die Ecke. Hock dich hin. Ich bin so. Also. Hab ich's dir nicht gesagt? Ja, das war doch klar, Mensch. Wie lange müssen wir jetzt hier die Glocken ertragen? Wie spät ist denn das eigentlich? Okay. Schaffen wir doch. Hat der jetzt die Tür hier auch noch kaputt gemacht? Nein, er macht die Tür. Das hätten wir doch gehört. Der hat. Achso, du hast das wahrscheinlich nicht gehört. Das kann sein. Diesen Teil des Spiels mag ich nicht. Dieses Warten, ob man dann gleich... Nee. Dreh dich doch mal um. Nein. Das ist okay, das ist okay. Weil wir kommen ja gleich wieder dann auf die Beine. Deswegen, der kann ja gar nicht klarkommen, wenn du nicht... Dreh dich mal um. Ich will nicht. Nur kurz, schnell hin, schnell zurück. Der ist doch gar nicht mehr da. Okay, die Tür ist noch ganz. Das ist ja schon mal schön. Siehst du? Hab ich doch gesagt. Hab ich das gedacht? Du bist rechts, du musst hören, ob da wer ist. Ich höre nichts. Help her. Find a way. Who? Who's he talking about? Omi? Ich hab den doch eben noch gehört.
Warte, soll ich dir helfen? Da, eben wieder, oder? Weiß ich nicht. Der ist weg. Der ist despawned. Da, Glocke ist auch weg. Na, das ist jetzt, weil ich aus dem Raum raus bin. Naja. Okay, wir machen die Tür mal wieder auf. Der hat die Tür da zerlegt, oder? Die stand doch vor, die habe ich doch vorhin aufgehabt. Also aufgetüdelt. Ja, Mann. Bist dann wohl doch in den richtigen Raum gerannt. Anscheinend. So, ich will hier raus. Dann los. Ich lauf trotzdem vorsichtig lang. Warum ist es auf einmal so dunkel? Vorhin war es hier nicht so dunkel. Die Ratten, ey, die wissen gar nicht, wie gut sie es haben. Die kriegen wenig ordentlich was zu futtern. So, raus hier. Hui! Das blaue Licht blendete ihn genau wie in dem dunklen Grab in Algerien. Es war so bezaubernd schön und er versuchte es zu erreichen. Die feste Hand des Barons hielt ihn jedoch zurück. Weil wir das Tor anscheinend nicht passieren könnten oder so. Haben wir etwa nicht den Passierschein? So, wir dürfen runter. Stimmt, jetzt können wir endlich da so entlang, ne? Ja. Andere Sache, Algerien. Da waren wir in den Ferien. Ich war noch nie in Algerien. Ich auch nicht. Muss auch ehrlich sagen, will ich gar nicht so unbedingt. Nö, es gibt so Länder, da muss ich nicht hin. Nein, nicht mal Länder, einfach die Klimazone ist nicht so. Es ist kein Öl mehr nötig. Ja, das hast du da nicht zu entscheiden. Kann ich das trotzdem empfehlen? Sag das mal den Amis. Es muss nicht noch. Es muss nicht noch einmal nachgefüllt werden. Es ist Öl in der Bohr. So, jetzt bin ich hier geimpft und kann hier lang gehen. Genau. Das war ja einfach. Oh, oh, meine Runde. Oh ja. Ich glaube, das ist hier erstmal jetzt vorbei, die Folge. Danke fürs Reinschalten, danke fürs Miterschrecken und genießt auch die anderen Folgen, die noch kommen werden und die schon da, die da schon gekommen sind. Guckt einfach auf unserem Kanal lang. Hier lasst ihr am besten noch ein Abo da, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke. Warte, wir können das so machen, dann mache ich es groß und dann so hier könnt ihr abonnieren. Und hier ist die ganze Playlist und bei Butch ist noch ein anderes Video, was ihr gucken könnt. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.